Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Brandenburgs Asthma Physik Astro TV. Wir werden morgen oder übermorgen mit ein neues Thema anfangen. Da soll es um die Metallizität von Sternen gehen. Aber wir wollen natürlich, bevor wir mit das neue Thema anfangen, noch einmal etwas Praktisches machen. So, jetzt fange ich erstmal an, was ich machen möchte. Unten steht Folge Pferdekopfnebel. Aber den wollen wir nicht. Wir wollen den Stern Riegel haben. Machen wir das weg. Riegel. So. Okay. Wir wissen ja, die Entfernung beträgt 412 Lichtjahre zurzeit. Und wir wissen, dass Riegel von uns 412 Lichtjahre entfernt ist. Jetzt müssen wir es ein bisschen verschnellern, damit wir bei Riegel ankommen. Aber ich mache es nicht zu schnell, weil sonst gibt die Qualität auf. Das wäre natürlich dann doof. Aber wir sehen schon jetzt, dass es ziemlich knapp ist von der Qualität her. Aber während der Reise ist das jetzt nicht so schlimm. Wie ich die jetzt mal gleich zwei blaue Sterne sehen. Wir machen jetzt hier. Wir sehen schon langsam ab hier, dass es ein Doppelstern ist. Kommen wir es noch ein bisschen näher. Verlangsamen. So. Wir haben jetzt eine Entfernung von 0,83 Lichtjahre, das ist gut. Jetzt sieht man diesen blauen Überriesen Riegel und seinen Begleitstern Riegel BA und diesen hellen Überriesen. Mal schauen, wie weit Pitigös von Riegel entfernt ist. Also guck mal, wie weit Pitigös von Riegel entfernt ist. Petaigeuze. So. Ups, da habe ich total Mist geschrieben. Petaigeuze. So. 478 Lichtjahre. Aber ich werde nicht zu diesem Stern hinfliegen. Aus dem Grund, weil es ist sehr häufig so, wenn ich zu diesem Stern hinfliege und es relativ nah komme, wird plötzlich mein Bildschirm schwarz. Das ist mir schon einige Male passiert, deswegen machen wir nur eine kurze Annäherung. Aber werden es vermeiden, den Stern relativ nah zu kommen. Natürlich irgendwo schade, weil hier Achter Planeten 8 steht. Dort gibt es auch ganz viele tolle Sachen. Früher hat es mal funktioniert, weil ich das am anderen PC gemacht habe, aber jetzt irgendwie klappt das nicht mehr. Aber na gut, okay, vergessen wir den Stern bitte kurz einfach. Aber ein bisschen näher kann man es trotzdem kommen. Wir machen es auf 24 Lichtjahre. Habe ich mal ein Video mal gemacht. Sonnenaufgang von Pitigös von einem Planeten aus. So hieß das ja das Ganze. So, was erkunden wir hier? Die Plejaden. Also hier haben wir Pitigös. Haben wir die Plejaden. Messier 45. Okay, das. Vielleicht können wir mal dorthin fliegen. Gucken wir uns mal diesen offenen Sternhaufen an. Wäre vielleicht mal keine schlechte Idee, das mal von der Nähe zu betrachten. Die Qualität wieder mal. Die ist wieder mal zum Krönen. Plejaden ist sozusagen ein offener Sternhaufen, was knapp 500 Sterne besitzt. Also diesen offenen Sternhaufen befinden sich 500 Sterne. So, das Alter beträgt 135 Millionen Jahre übersehen, laut dieses Ding hier. Das haut nämlich schon so ganz gut hin. Und jetzt, na gut, das Doofe halt ist, man muss keine Einzelsterne uns angucken können. Also es ist dann sozusagen nur als Haufen hier eingetragen. Vielleicht wenn wir es ein bisschen verlangsamen. Nee, klappt nicht. Wir machen es ein bisschen langsamer. So, und jetzt. Gucken wir mal. Aber jetzt sehen wir viele Einzelsterne. Wir sehen, dass das blaue Sterne sind.
Also Spektralklasse B und so. Erkennt man ja schon. Hier haben wir einen Einzelstern. HIP 17704. Spektralklasse A0, das ist schon an der Grenze zur Spektralklasse B. Ein typischer A0-Stern, den wir schon lange kennen, ist Vega. Also Vega ist der hellste Stern von Sternbild-Leier. Haben auch schon mal ein Video gemacht. Es hat zwar nichts mit den Plejaden zu tun, aber es hat dieselbe Spektralklasse wie der Stern HIP 17704. So, hier haben wir ja den Stern HD 23733, Spektralklasse A9, römisch 5. Das ist schon ein relativ kühler Stern im Vergleich zu Vega. Und es ist auch nicht viel massereicher wie die Sonne. Also man kann sagen, sie brennt da so bei 6 Milliarden Jahren liegen wird. Am besten beenden wir das heute mal und dann räumen wir schon auf unsere praktische Arbeit. Bis später.